Neues Video, neues Thema. Heute ist der Tag gekommen. Heute tauschen wir das große 3-Meter-Becken gegen das neue aus. Wir haben eine Menge auf dem Plan. Ihr seht es noch früh am Morgen. Ich hoffe, dass wir es heute noch schaffen alles. Der Plan sieht aus wie folgt. Wir werden den gesamten Inhalt und den Inhalt vom Technikbecken, vom großen Becken, in diesen Pool stecken, den ihr hier gerade so am Rande noch seht. Da kommt das ganze Wasser rein, da kommen alle Steine rein, da kommen alle Tiere rein, da kommt ein Abschäumer rein und eine Strömungspumpe. Damit sollte das Becken so als Notbehelf auf jeden Fall für ein, zwei Tage auch für die Tiere ausreichen können. In der Zeit wollen wir das Becken leer machen, das alte Becken natürlich runternehmen, das neue Becken raufnehmen, Verrohrung starten, alle Technik wieder anschließen und das neue Riff natürlich rein, Sand rein und dann wieder alle Bewohner rüber. Ich bin sehr gespannt, wie das alles funktionieren wird. Ich konnte die Nacht auch schon kaum schlafen und jetzt geht's los. Wir fangen an und wünscht uns Glück. Passend zum Ende vom Lied sind wir dann jetzt auch schon so weit und können das Becken demnächst runternehmen. Leider hatte ich ein kurzes Stück vergessen, die Kamera wieder anzumachen. Genau den Teil, wo wir die ganzen Tiere final rausgefangen haben aus dem Becken.
Aber was soll's? Jetzt sind wir auf jeden Fall an dem Punkt, wo wir die letzten Teile vom Becken abbauen. Es ist so gut wie leer und jetzt überlegen wir uns, wie wir es denn tatsächlich anstellen werden. Zu dem Zweck mache ich das Video jetzt auch mal ein bisschen langsamer. Die Herausforderung hierbei war es, dass wir das Becken im Ganzen mit der Holzplatte und Styropor runternehmen mussten. Also das Runternehmen, wie ihr seht, war eigentlich relativ einfach und wenig problematisch. Jetzt mussten wir noch die Holzplatte unter dem Becken rausnehmen, denn die muss ja unter das neue Becken wieder drunter. Da der Platz auch ein bisschen knapp ist, haben wir uns jetzt überlegt, was wir mit dem alten machen. Wir haben uns entschieden, es auf die Frontscheibe zu stellen, um ein bisschen platzsparender zu sein. Schieben es dann an die Seite und holen das neue Becken dazu. Aber bevor wir das neue Becken holen, haben wir noch kurz, hier sieht man das gleich, den Schrank in der Höhe ausgeglichen, denn der war rechts immer einen halben Millimeter oder sowas zu niedrig. Und wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, den auszugleichen, dann haben wir da gleich nochmal ein paar Plättchen drunter gelegt, um ihn gerade zu stellen. Jetzt holen wir aber gleich das Becken rein und werden genauso, wie wir das alte runtergebaut haben, das neue wieder aufbauen. Sprich, Becken rein, Becken auf den Boden stellen, Holzplatte drunter stellen. Und Becken samt Holzplatte aufs Gestell wieder stellen. Warum machen wir das so? Weil das Becken auf dem Styropor nicht rutscht und nicht zu schieben ist. Und dadurch, dass rechts kaum Platz ist an der Wand, müssen wir es übers Gestell schieben. Also wird das Ganze inklusive Holzplatte eben aufs Aluminiumgestell raufgestellt. So, hier seht ihr gerade, wie wir es eben drehen, auf den Boden stellen. Jetzt kommt die Holzplatte drunter. Und zu guter Letzt heißt es dann, das ganze Riesending, so wie es ist, auf den Schrank zu wuchten. Das war gar nicht mal so einfach, denn das Becken wiegt so um die 200 Kilo. Wir waren jetzt hier zu, ich sage immer, 4 und 3 halbe, da wir ein paar Leute hatten, die eben nicht ganz so schwer heben durften. Daher 4 und 3 halbe. Aber das ging damit dann doch insgesamt relativ einfach und unproblematisch. Wie ihr seht, es kostet eine Menge Absprache, bis wir es dann endlich raufstellen können. Aber dann schlussendlich, zack, wird es raufgehoben auf den Schrank, wird ausgerichtet. Und dann haben wir den schlimmsten Teil auch erstmal schon geschafft. Von hier aus kann dann der Zeitraffer wieder ein wenig schneller weiterlaufen und ich melde mich nochmal, wenn was Wichtiges passiert. Thank you.
Also Leute, wir haben es geschafft. Das Becken steht jetzt seit 2 Tagen. Heute ist Montag, am Samstag war der Umzug. Ich bin über die Entwicklung, wie es alles geklappt hat, echt zufrieden. Ich hätte nie gedacht, dass wir es alles an einem Tag schaffen. Der Pool, den wir hatten als Zwischenparkhaus sozusagen für die ganzen Tiere, war so ausgelegt, dass er mit Abschäumer und Co. auch die Tiere für wenigstens 2-3 Tage hätte am Leben erhalten können. Aber wir haben es zum Glück alles an einem Tag geschafft. Ich finde das Ergebnis fürs Erste super. Ihr wundert euch vielleicht, warum die Korallen oder so viele Korallen immer noch auf dem Boden stehen. Wie ihr vielleicht in der Vergangenheit mitbekommen hattet, ich habe Acropora Strudelwürmer leider momentan im Becken. Und der Beckentausch war jetzt eine super Chance dafür, wo man sowieso alle Korallen lösen musste von Gestein, sie auch alle zu baden. Und das haben wir jetzt einmal gemacht, aber für Strudelwürmer muss man das wiederholt machen. Daher bleiben die alle jetzt erstmal lose drin liegen und werden dann befestigt, wenn die Strudelwurmplage dann auch noch bekämpft ist. Ansonsten, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Weitere News gibt es dann im folgenden Video und ich hoffe, wir sehen uns in dem. Bis dahin, tschüss!